Ultra schlechtes Bild. In Person. Ja, oh nein, jetzt geht er schon los. Ja, herzlich willkommen Leute auf Multilaser und ja, heute hinter den Kulissen und leichtes Spaßvideo. Wir bereiten hier gerade alles vor für bestimmte Drehs und... Sag doch einfach, weil das Video wird eh schon da sein, für Speedruns. Ja, für Speedruns, genau. Für Speedruns, ich habe hier das Zweigang, was ich testen möchte, ist alles gerade frisch erst aufgebaut. Hier wird vorbereitet mit dem Hongno und dem... Immer noch gar keine Aufkleber drauf, fällt mir gerade auf. Mit dem hübschen Kyosho. Ja. Also das Aussehen finde ich richtig geil. Die Materialwahl finde ich fragwürdig, aber ansonsten Optik, also das hat Kyosho echt drauf. Ey. Optik Latte 1. Hammer. Die Reifen sind echt gut, hätte ich nicht gedacht. Also so gute Reifen hatte ich wirklich selten in der Hand für einen 1.10er. Vor allem für einen RTR. Ja, muss ich auch sagen. Also wirklich, ey, oh! Da hinten... Seht ihr die Bonzenkamera? Das ist die neue. Die auch schon aufnimmt. Die nimmt auch schon auf. Das ist sehr schön. Ja, man wird hier gefilmt, ohne gefragt zu werden. Ja, guckt euch mal das Bonzengerät an. Ich will euch das mal zeigen. Die wird eventuell irgendwann in ferner Zukunft wohl auch bei mir auftauchen. Aber naja, ich denke, es wird doch noch länger dauern. Weil ich bin mit der hier wirklich zufrieden. Guckt euch das Monstergerät an. 4K mit 60 FPS. Zwei Slots hier für SD-Kameras. Siehst du gerade, welche bearbeitet wird. Mhm. Kannst du wechseln. Richtig schön. Alles mögliche. Teil. ND-Filter hat er 4 Stück. Ja. Schon von vornherein drin. Also geiles Gerät. Fokus ist klasse. Und natürlich Panasonic. Panasonic ist wirklich top. Ich hatte zwei Kameras vorher, die waren kacke, die habe ich wieder zurückgeschickt und dann ist es bei Panasonic wieder. Wo ist dein Guckloch? Das Gummi? Hast du abgemacht? Das habe ich abgemacht, okay. Weil es mit der Tasche nicht so gut klappt. Und wer hat dir vorher zu Panasonic geraten? Sag mal. Deine Mama. Wisst ihr, ich sage Ihnen das, hol dir die Panasonic, weißt du, und er holt sich erstmal so zwei andere Kameras. Der Canon war der richtig beschissen. Ja, Canon, ne? Canon war richtig kacke. Was hat er gekostet? 1000. 900 hat er gekostet. Und hat Bilder produziert wie Dreck, ne? Ekelhaft. Ja, irgendwie können die das nicht mehr. Ekelhaft ist einfach so. Also Camcorder jetzt, wir reden von Camcorder. Ja, wir reden nicht von Spiegelreflexkameras oder. Wir reden von Camcorder. Im Vergleich zu dem, den du da gerade hattest, ja. War der 910.000 Euro, der war scheiße. Das war das, was der Panasonic HCV777. Bester Camcorder ever. Preis-Leistung ganz weit oben, wenn man kein 4K hat. Ist sogar heute immer noch auf der Platz 3 besten Camcorders, wobei der schon so alt ist. So, wir bereiten jetzt alles vor und ich komme hier so ein bisschen in Bedrängnis. Ja, ich zeige euch mal das geile Wetter. Es ist richtig Bombe. Ich komme mir vor, als hätten wir schon Hochsommer. Haben wir natürlich nicht, seht ihr an den Bäumen. Keine Blätter. Aber es macht wirklich so den Eindruck. Richtig schön warm die Sonne und wir legen jetzt los. Los! So, hinter den Kulissen das Nitro-Tagebuch. Ich nenne es einfach das Nitro-Tagebuch, wo wir Quatsch machen. Wir haben gerade das Zweigang gemacht. Wenn ihr das Video sehen wollt, schaut auf jeden Fall rein. Ich werde euch die Geschwindigkeit jetzt nicht verraten, sonst ist die Spannung ja weg. Auf jeden Fall, das Zweigang schaltet, aber leider gibt es ein Problem mit dem Zweigang. Das kann ich ja in dem Video erzählen. Die Mahnschraube zum Einstellen des Zweigangs löst sich. Da muss das Ganze auseinandergenommen werden und die Mahnschraube noch mal ein bisschen mit Schraubensicherung eingeschmiert werden, dass sich das ein bisschen schwerer drehen lässt. Ansonsten, wenn sie eingestellt ist, ist es wirklich wunderschön, wunderschön. So, was ist denn da drüben los? Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie da bitte? Ich habe da noch so ungenutzte Drifträder zu Hause rumliegen gehabt. Ja, was das? Was ist das denn? Übrigens hier, das ist jetzt die Befestigung in dem Auto. Ne? Ja. Das ist die Radmutter hier. Ah, cool. Ja. Ja, warte mal. Sind das Kunststoffmitnehmer? Ja. Ja, komm. Ja, komm. Diese lange Schraube geht da jetzt rein. Okay. Da bleiben wir dabei, Leute. Da bleiben wir dabei. Da bleiben wir am Ball. Das gucken wir uns an. Das kann nur doof werden. Das kann richtig doof werden. Wobei, bei denen könnte das cool werden.
zu dämlich aus. Vor allem, weil die so weit vorne sind. Und jetzt guckt euch mal die Reifen an, Leute. Da ist richtig fettes Offset in Negativform gesehen. Und das ist cool für Leute, die kein Offset haben. Sind diese... Alter, die Reifen sind wirklich gut. Ja, ne? Also wenn du nachher kommst und die liegen hier nicht mehr, dann hat sie dir jemand geklaut. Richtig. Hust. Und dann, Christian, wieso ist dein Ranzen so ausgebeult? Keine Ahnung. Ja, Essen. Essen. Alter, Leute. Ich war im Einkaufen. Guckt euch das an. Ey, ganz ehrlich, das sieht hammer aus. Von hier aus gesehen sieht das echt hammer aus. Gib mir den Schraubendreher wieder. Moment, nimm mal die Hand weg, nimm mal die Hand weg. Das muss ich so als Zahnmehl. Nein, da muss er auf der Straße stehen. Da muss er auf der Straße stehen. Das sieht man nicht. Doch, das sieht man. Ach, sieht das geil aus. Das ist ja wieder so bekloppt ultra geil. Das wäre das auch heute echt. Oh. Ja, wir müssen ein bisschen uns fernhalten von Marci. Nicht wegen Corona oder so, weil er hat einen Kackstift. Wegen dem Speedlauf vorhin. Also, da, ich baue. Riecht etwas? Ich baue nur Spannung auf, damit die Leute das Speedrun-Video gucken. So, jetzt wird's. Das kann nur komisch werden. 4WD. Aber ey, wie cool, oder? Ey, wie cool, ey. Das sieht... Oh, Gelände. Alter, Gelände dürften. Oh, cool, ey. Das sieht aber irgendwie hammer aus. Nein. Da kommt er wieder hoch. Nein. Boom, raufgedriftet. Alter, ist das hammer. Ey, jeder Van-Drifter beneidet dich. Alter, ist das der Hammer. Jetzt hatte ich gerade einen Kalkstift. Ist das... Bei der Geschwindigkeit irgendwas passieren wird. Ey, das ist ja der Hammer. Das sieht ja richtig cool aus. Kiosho, verkauf den so, ich kauf den. Wie cool ist das denn? Das hat nicht geklappt. Oha. Aber die Räder sind auch nicht benutzt. Die Reifen sind richtig benutzt. Mal gucken, wie warm der Motor ist. Ja. Ja. Nix. Nix, okay. Nix. Ja, weil er hat ja auch keinen großen Widerstand. Ja, dreht ja. Endlich habe ich mal einen Nutzen für die Räder. Oh, Achtung. Oh, gut gemacht, ey. Oha, Alter. Und? Hey! Ja, scheiße. Cool, aber runter hier. Okay. Lücken-Johnny, ey. Und weiter geht's. Das ist dieses eintönige Geräusch. Ja, ja. Und durch da. Oh, schade, für war kurz ein Stück zu langsam. Das ist bescheuert. Ich hab so eine richtig dumme Idee. Hast du schon mal Nitro driften sehen? Nee. Ich habe glaube ich dieselbe Idee. Ja, okay. Komm, bau mir die Räder runter. So, guck mal, komm mal, komm mal. Mach dir den Quatsch gleich mit hier. Laufen lassen. Wir brauchen ja auch beim Driften einen Heckflügel. Ich habe es nicht richtig verstanden, die Lautstärke und dann so Heckflügel. Ganz genau. Kannst du da bitte so einen Counter einblenden, so Chris versteht den Witz in 3, 2, 1. Okay.
Check mal die Lage. Fry! Ja, das Problem ist, sobald ich auf die Bremse gehe, geht er aus. Ja, reicht auch. Ja. Also ich finde, das war das geilste Driften, was ich hier gesehen habe. War mit cool. Nitro-Sound war ist cool, das ey. Geil. Ja. Also wenn ich ihn so einstelle, dass er nicht ausgeht beim Bremsen, dann ist das wirklich cool. Aber man muss leider bremsen beim Drifter. Also die weißen Disc-Cranks stehen auf dem Auto, ja, das, ne? Ja, das steht wirklich echt gut, ey, muss ich auch sagen. Sieht echt fancy aus. Fancy? Fancy. Fancy. Ey, da bin ich Early. Da bin ich Early, Digga. Ja, warte, dann war es das mit dem Quatschvideo. Warte, andere Richtung. Gegenlicht, ja, Gegenlicht ist scheiße. Dann war es das mit dem Quatschvideo. Ne? Danke, Marci. Hier, ihr habt ja auch den Kram da von ihm gesehen. Einfach mal so RC-Tagebuch hinter den Kulissen. Einfach ever. Einfach albern. Albern sein, ja. Einfach, einfach schön. Das Video heißt auch einfach albern. Tagebuch einfach albern. Ja. Okay, er ist nicht begeistert. Er ist nicht begeistert. Ja, einfach albern ist das. Ich werd's. Nee, ich hab ne Idee. Einfach albern kommt in den Zandmehl und in den Titel normal. Ja, aber dann musst du auch das Bild zeigen von meinem. Mit den Rädern. Weil dann wissen die, weil da denken die jederzeit, da sind Gummireifen drauf. Stimmt. Aus der Halle. Das sieht echt so aus. Ja. Ja, okay, dann muss ich das so machen. Das würde aber auch Sinn machen dann. Ja. Ja, okay. Ja. Ich hab ja ein Bild gemacht. Ja. Nee, also. Geiler Typ. Und. danke. Und, PKW. Wir müssen beenden. Abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, kommentieren. Und onanieren. Und onanieren bei Athleten, dass ihr vorbeischaut. Bis dann, tschüss.